Also, Lost Ark Tierliste. One size fits all. Wir reden nur über PvE, ihrerweise. Ja? Ihr seid alle wütend, ist in Ordnung. Wir machen eine kurze, knackige Tierliste. Ins S-Tier von Paladin, Gunlancer und Barde. Wieso sind die im S-Tier? Aus dem einfachen Grund, weil jede Party euch gerne nehmen wird. Ja? Die meisten Partys suchen Supports und wenn sie keinen Support finden können, dann nehmen sie einen Warlord, weil der kann ein teamweites Schild geben und stirbt nicht. Nebenher sind seine Buffs ganz gut. Dann haben wir im A-Tier Sorceress, weil sie viel Schaden macht. Berserker, weil er viel Schaden macht. Das sind momentan die Patch-Gewinner. Heißt nicht, dass sie overpowered sind, sonst wären sie im S-Tier. Das heißt einfach nur, dass sie leicht viel Schaden machen, verglichen zu allem anderen. Dann haben wir hier, in keiner besonderen Reihenfolge im Übrigen, haben wir hier Shadowhunter, der hat eine gute Dämonenform und macht ordentlich Schaden. Deathblade, der hat relativ viel Super Armor, gute Back-Attacks und einen guten Buff fürs Team und macht ordentlichen Schaden. Artillerist, der kann sich selbst schilden, kann umskillen, dass er sein Team mitschildet, macht ordentlichen Schaden. Dann haben wir Sharpshooter, hat sehr viel Reichweite und ordentlichen Schaden. Dann haben wir Scrapper, ist der Hau-drauf-Charakter schlechthin, hat ordentlichen Schaden und viel CC. Dann haben wir Soulfist, hat saugute Damage-Buffs und richtig guten Schaden, wenn ihr ihn gut spielen könnt. Wenn nicht, sackt ihr rein, aber das gilt für alle Klassen. Dann Striker, auch hier, er hat ordentlichen Schaden. Und einen teamweiten Crit-Buff. Wardancer, direkt daneben, ist die weibliche Version vom Striker. Hat das, was Striker hat, plus einen Buff mehr, ist ganz schön. Das gesagt, fehlen uns hier Deadeye und Gunslinger. Die sind richtig, richtig gut. Beide, ja. Die sind aber schwer zu spielen. Deshalb kommen sie auch ins A-Tier. Wenn ihr sie spielen könnt, sind die nämlich ganz ordentlich. So wie jede andere Klasse. Ins B-Tier kommt gar nichts. Ins C-Tier kommt auch gar nichts. Der ganze Schmutz hier kommt aber ins D-Tier. Und ich kann euch ganz genau sagen, wieso. Weil die könnt ihr in EU-Uni spielen. Also ganz im Ernst, Ich hab auch Tierlist-Content und ich verstehe vollkommen, wenn man Bock hat zu wissen, was ist die beste Klasse, was soll ich spielen, von WoW kommt und sagt, hey, ich weiß, entweder ich pick die 5 verschiedenen Klassen oder keine Party nimmt mich mit, aber das ist nicht in Lost Ark so. Ihr bestimmt hier, wie gut eure Klasse wirklich ist und wie gut nicht. Die Unterschiede zwischen dem Schaden der Klassen sind vielleicht relativ vorhanden oder nicht, kann ich ehrlich gesagt nicht einschätzen. Aber der Unterschied zwischen der Klasse in guten und in schlechten Händen ist riesig. Ja? Nehmen wir Sorceress als Beispiel. Wenn die 5-mal so viel Schaden machen würde wie Deadeye, wird ein guter Deadeye trotzdem mehr Schaden machen. Ja, Lost Ark ist ein schweres Spiel. Viel passiert. Ihr könnt das hier nicht über einen Kamm scheren. Das gesagt, wenn ihr wirklich einfach nur in Gruppen mitgenommen werden wollt, und das meine ich vollkommen im Ernst, wenn ihr einfach nur in Gruppen mitgenommen werden wollt, dann spielt einen der beiden Supports. Wenn ihr sagt, nee, Support ist mir zu langweilig, dann spielt Warlord, also Gunlancer, Pistolenlancer, wie auch immer man ihn nennen will, weil das die direkte Folge nach dem Support ist, wenn die Party frustriert ist und keinen mehr suchen will. In Russland ist das so, in Korea ist das so, in Japan ist das so, in Europa ist das so, in jedem anderen MMO, also wird das auch in EU, in Lost Ark so sein, dass wir zu wenig Supports haben. Wir haben auf all diese Klassen, 15 Klassen zu Release, 2 Support-Klassen. Wir brauchen im Optimalfall in jeder Vierergruppe einen Support. Das sind 25% und nicht wie hier weniger.
Wenn dann irgendwann Reaper, Scouter, Arcana, Summoner, Lancemaster und oder Destroyer und fairerweise da ist irgendwo auch noch diese Loli-Penta-Klasse dabei, wenn die rauskommen. Ja, jeder weiß ja jetzt hoffentlich nach der Aussage, wo die hinkommen. Ja. Offensichtlich ins S-Tier, weil das ist meine Main-Klasse in Russland. Und der Rest natürlich ins A-Tier. Da hat sich ein Fehler reingeschlichen. Für die Leute, die denken, ich wäre Arcana-Hater, bin ich absolut nicht. Ich habe alle Klassen gleich gern. Abgesehen von der Tierlist, aber auch eine kurze Geschichte mit den Infos zum Start. Die sind nämlich raus. Darüber will ich gar nicht reden. Es geht aber darum, es ist eine Serverliste bekannt. Ja, ich bekomme, seit die bekannt ist, seit 2 Tagen ungefähr 50 Mal am Tag die Frage, auf welchen Server wir gehen. Das wird in einem ganz gesonderten Video vor Release bekannt gegeben, in Streams, im Discord. Gar keine Sorge, das werdet ihr nicht verpassen können. Momentan haben wir uns noch nicht entschieden. Wir sondieren die Lage. Ja? Mir ist auch bewusst, dass einige Gilden und andere deutsche Lost-Communities einen deutschen Server beschlossen haben. Das ist Asta, das heißt nicht, dass wir auf Asta gehen. Das heißt einfach nur, ich habe es auf dem Zettel, ja. Auch vielen lieben Dank an jeden, der mir das gesagt und gezeigt hat. Ich war da im Übrigen auch ein bisschen involviert. Nicht auf der Versammlung, habe keinen Server gewählt. Wie gesagt, ich weiß nicht, auf welchen Server ich gehen will. Und entsprechend halt auch große Teile unserer Community. Nur, dass ihr das so ein bisschen wisst. Ich kann euch jetzt keinen Server nennen, aber vielleicht ein bisschen mehr auf dem Laufenden halten und vielleicht die ein oder andere Frage beantworten, die ihr gerade habt. Ja? Das gesagt, wenn ich jetzt noch in den Kommentaren lese, auf welchen Server gehst du, gibt es ein Herzchen und keine Antwort. Das ist eine der Fragen, so oft gestellt und ich nehme es niemandem übel, der es stellt. Ernsthaft nicht. Ich verstehe das. Wenn ihr von einem Spiel kommt, wo diese Klassenwahl tatsächlich entscheidet darüber, ob ihr glücklich oder unglücklich im Spiel werdet, ist jede Frage hundertprozentig legitim. Ja? Und damit will ich auch niemanden verarschen, aber ich denke, das stellt tatsächlich einige Sachen klarer als die 3 Tierlisten, die ich momentan auf dem Kanal habe, die momentan richtig eklig viel geklickt werden, die 6 Monate alt sind und outdated, aber trotzdem geklickt werden und aufgrund dessen sich dann Meinungen gebildet werden. Da denke ich, profitieren wir alle mehr davon.